Willkommen zurück zu Bastion. Ja, ich habe eben gerade hab ich ein Part hochgeladen und habe ich gesagt, so ja, ich mache das jetzt immer so und das habe ich ja jetzt wieder so gemacht. Das hat bestimmt noch irgendwas, wir müssen das bestimmt irgendwann in eine bestimmte Richtung drehen oder so, keine Ahnung. Nee, da möchte ich jetzt ungern hin. Come on, give the little tiger a break. Nee. So. Was müssen wir denn machen? Überhaupt. Okay, hier ist alles aus. Kann man da rein? Nein. Okay, letzte Warnung ist neu anscheinend. Blechmuskete Fertigkeit. Ein direkt nach oben gerichteter Schuss, der einen Schauer aus Projektilen auf einen Bereich herunterregnen lässt. Als Warnung weniger effektiv, aber ansonsten... Aber ansonsten sehr, das macht keinen Sinn. Da fehlt ein Wort, glaube ich. pro Anwendung wird ein Schwarztunikum benötigt. Ja. Wie viel haben wir denn? Ach, 3000. Ja, gut. Dann kaufen wir das direkt mal. Was ist das hier? Jevil? Was ist Jevil? Kenne ich nicht. Gott der Gesundheit und des Schwunds. Ah, jetzt wissen wir es. Götze. Feinde erlangen Widerstandsfähigkeit gegenüber physischem Schaden. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die eine Gesichtshälfte des Turmwächters ist, zeigt in der Blüte seiner Jugend. Das macht schon wieder keinen Sinn. Die eine Gesichtshälfte des Turmwächters ist in der Blüte seiner Jugend. Die andere als alten Mann. Das fängt ja schon mal gut an. Kaufen wir aber. Hänse, Götze, Göttin der Leiden, des Leidens und der Lust. Feinde schlagen mit Feinde schlagen mit größerer Wucht zu. Es heißt, die verschleierte Witwe lächelt unter den Gewändern, die ihren zerkratzten und zerschundenen Körper verhüllen. Ich lasse das mal so stehen. So, etwas Schweres, etwas Fieses, etwas Grobes, das brauchen wir alles nicht. So. Sind die jetzt hier drinne? Ups. Ja! Was machen die? Javel. Javel heißt er. Plus 5. Okay. Und den hat man neu. Was macht der? Hänse. Hänse. Plus 10. Ich lass das aber mal. Weil momentan geht es uns ja eigentlich so ganz gut, ne? Gucken wir mal hier was in der Destille. Ah, oh, guck mal hier, wir können uns ein neues Dings machen. Ah, oh, achso, den Bourbon. Das haben wir ja schon mal vorgelesen. Was war denn das? Ach genau. Ich hatte mich ja gefragt, was Fragmente sind. Und, oh, jetzt. Oh, hoffentlich schmeiße ich da jetzt nicht die Leute durcheinander. Ich glaube, Sint war das, der mir gesagt hat, was die Fragmente sind. Die Fragmente sind die Fläschchen. Aber die Fläschchen, also unsere Währung, heißt für mich jetzt immer noch Fläschchen. Ich werde die bis zum Ende des Let's Plays Fläschchen nennen und nicht Fragmente. Was hier ganz cool wäre, weil das tut in einem größeren Umkreis die Fläschchen aufsammeln. Rettungsruhm. Das ist sowieso nur aktiv bei voller Gesundheit. Total dumm. Herzhafter Punsch. Weitermachen. Niederlage schadet nahen Feinden bei einer Niederlage. Nö. Herzhafter Gesundheit. Ich
Dunkelkopfschild, nee. Hier, ich nehme jetzt einfach den vorteilhaften Fizz. Können wir ja eh tauschen damit. Fetching Fizz is like a mouthful of nails, but the benefits are worth it. Können wir ja eh tauschen. So, hier können wir was machen. Was ist das überhaupt? Achso, von der komischen Knarre da. So, gezogener Lauf. Plus 50% Reichweite, dafür aber minus 50% Streuung. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass wir bei dem Aufleveln was sehen, was dann Minus gibt. Ein eigens angefertigter Lauf, der Genauigkeit und Reichweite der Muskete verbessert. Oder glatter Lauf, 35% Streuung oder minus 15% Reichweite. Und minus 15% Reichweite. Ein polierter Lauf, der die Streuung der Musketenladung verstärken soll. Ich fand die Streuung hier bei der sowieso nicht so geil. Deswegen nehme ich mal das hier, den gezogenen Lauf. You wanna tune a scrap musket, you start with the barrel. So. Achso, weil wir von dem anderen nichts haben. Achso, und da haben wir jetzt auch nichts mehr von. Ich lasse das jetzt mal so. Ich will da jetzt nicht irgendwie alles verballern. Was haben wir denn hier? Ach genau, das Waffenlager. Haben wir da was Neues? Letzte Warnung. Achso. Nö. Gut. Dann sind wir hier soweit. Dann gehen wir mal ins nächste Ländchen. Ich dachte schon wieder, ich wäre da runtergefallen. Och nein! Und für den Hammer auch noch. Übungsgelände. Dann machen wir das erst hier zu Holzhain. Übungsgelände. Hier bereiten Salonias Sheriffs ihre Musketen und ihre Patrouillengänge vor. That's Zolwood Grove. A nice quiet place to show a musket a good time. Ein ruhiger Ort. Vor allem für so eine Waffe, ne? Oh nein, das wird schwierig. Glaube ich jedenfalls mal. Ever felt a Zolwood gourd? Like picking up broken glass barehanded. At Zolwood Grove, marshals learn to make every shot count. Okay. Zerstöre alle Ziele mit einigen wenigen Schüssen. So, da werden wir jetzt direkt sehen, ob das auch so geil war, was wir gemacht haben. Ich will mich hier erstmal umgucken. Aber das sind ganz viele Sachen. Ich möchte die alle haben. Kann man da lang? Nee. Schade. So. Aber das Gute ist, wir haben anscheinend keine Zeit. Pop all those nasty gourds without wasting ammo. Wir haben anscheinend keine. Das ist kein Zeitdruck. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie man schießt. Okay. Most marshals didn't get far on the first few tries. Wurde gesagt, wie viel wir benutzen dürfen? Had to catch a bunch of those gourds in a single shot. Oh nö, ne? Funny thing about muskets is they work best up close. Zweiter Preis, was? Ich dachte, ich würde gar keinen bekommen. Ey, 20 Schüsse, das ist voll viel. 15 oder weniger, ey, das ist sowas von machbar. Etwas Grobes, hatten wir das schon? Ja, das, damit haben wir das eben aufgelevelt. Etwas Übles. Das hatten wir noch nicht. Etwas Übles, ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe.
Ein hochgiftiger, mit Kesselrückständen getränkter Lumpen. Was sind denn Kesselrückstände? Irgendwas aus einem Suppenkessel oder was? Dieser übel riechende Treibstoff hält lange... Ah, okay. Kessel, alles klar. Dieser übel riechende Treibstoff hält lange vor und verbrennt rückstandslos. Okay, da bin ich echt mal gespannt, für was für eine Waffe das ist. Na gut, dann machen wir mal einen Neustart. Kid takes a little personal time for just him and his favorite musket. Dann werde ich auf jeden Fall... näher an die Sachen rangehen. Wow, das hat's gebracht. Sehr schön. Das ist ja alles mehr so ein bisschen... Plenty of gourds to go around, even now. Denkgedöns. Marshals like to fine-tune their muskets to get better results. Nein! Doch! Machbar! Oh, toll! Voll daneben, Person! Komm, direkt Neustart. Aber das ist machbar. The orchard grew over so quick. The marshals made it worth clearing out. So, ab geht's. Wie habe ich das denn gemacht? Hätte ich schöner machen können. Sehr gut. The best of the best to clear the course in just a few shots. Blechsalve. Okay. Können wir uns dann gleich wieder durchlesen? Das war's schon. Aber schießen können wir trotzdem noch. Kann mal gucken, ob ich... wenn die irgendwas kaputt machen kann. Okay, da kann man nicht lang, leider. Na gut. Das hoffe ich mal nicht, dass wir hier nochmal irgendwie... Oh, müssen wir das beenden? Tatsache. Ja gut, dann schieße ich nochmal ein bisschen doof rum. Wie die Dinger einfach mal da in der Luft schweben. Ups.
Dritter Preis, ey, ich hab ihn ja nur dumm rumgelaufen, hab irgendwie versucht umzuschießen. Kriegt dafür einen dritten Preis.